Wir stehen hier vor dem Rathaus im wunderschönen Düsseldorf. Hinter uns werden Harry und Meghan in ungefähr 30 Minuten ankommen. Es ist noch nicht viel bekannt über die Ankunft, weder wo sie aussteigen, wie sie hierher kommen, werden sie mit dem Auto kommen, werden sie laufen. Sie machen es wirklich sehr, sehr spannend. Vielleicht auch deshalb, weil sie beim Thronjubiläum der Queen eher eine kleine Rolle gespielt haben. Und hier und heute heißt es jetzt All Eyes on Harry und Meghan. Und das werden sie bestimmt ausnutzen. Die Menschen freuen sich, sie sind euphorisch, sie sind sehr, sehr aufgeregt und bestimmt sind auch Harry und Meghan ein bisschen nervös. Es ist ja immerhin einer der wenigen Auftritte hier in Deutschland. Gestern waren sie schon in Harrys Heimat Großbritannien. Heute werden sie, wie gesagt, im schönen Düsseldorf sein. Was werden Harry und Meghan heute tun? Wir erzählen euch gerne mal, was sie vorhaben. Wie gesagt, gegen 12.45 Uhr werden sie hier erwartet im Rathaus von Düsseldorf. Dort werden sie sich dann ins Goldene Buch eintragen. Anschließend geht es weiter auf eine kleine Stadttour. Die wird mit dem Boot gemacht. Anschließend werden sie sich auf den Weg, wie gesagt, mit dem Boot zur Merkur Arena machen. Dort wird es eine Pressekonferenz geben. Das heißt, wir werden Harry und Meghan live in Action sprechen hören und danach wird das Paar die Athleten treffen, die in einem Jahr hier bei den Invictus Games antreten werden. Ja, vielleicht noch ein bisschen etwas zur Stimmung hier. Wir sind ein bisschen verwundert, dass das Aufgebot relativ gering ist. Es sind ein paar Journalisten hier, aber ehrlich gesagt auch nicht besonders viele. Insgesamt werden wohl 100 Journalisten erwartet und auch die Fans von Harry und Meghan, die lassen noch so ein bisschen auf sich warten. Es ist alles noch relativ leer, relativ ruhig. Wir haben eben mit den Sicherheitsleuten gesprochen. Es mag vielleicht auch daran liegen, dass A, das Wetter heute sehr schön ist und B, wir eben unter der Woche haben und kein Wochenende. Mal schauen, ob noch Fans kommen. Bisher ist es, wie gesagt, relativ ruhig.